Wird Darko Jovanovic die neue Oldenburger Legende? Man wird es herausfinden in unserer Karriere, da bin ich mir sicher. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zur dritten Episode unseres VfB Oldenburg Abenteuers hier in FIFA 23. Und ja, ihr seht richtig, wenn ihr die letzte Episode nicht gesehen habt, für euch müsste das hier ein Schock sein, diesen Spieler zu sehen. Und ihr fragt euch, wo hast du den denn her? Ich weiß es selbst nicht, wo ich den her habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir uns den verpflichtet haben in der letzten Episode, nachdem ich ihn random ausfindig gemacht habe bei den ablösefreien Spielern. Und der Typ ist 18 Jahre jung, das seht ihr richtig, und hat eine 70er Gesamtstärke, was wirklich brutal ist. Aber bevor wir beginnen mit dieser Episode, ich muss euch noch eine ganz kurze Information mitgeben, die für den ein oder anderen wahrscheinlich ziemlich interessant sein kann. Wir alle kennen ihn, wir alle lieben ihn. The man, the myth, the legend. Marcel Seine, der Star-Trainer auf unserem Kanal. Seit FIFA 20 begleitet er uns hier schon auf dem Kanal und auch wieder in dieser FIFA 23 Karriere wird er von uns begleitet. Und wie wäre es denn, wenn wir alle ihm ein Stück näher kommen könnten? Und genau deswegen gibt es Merchandise von ihm. Ja, ihr habt genau richtig gehört. Ihr könnt nämlich mit dem Design von unserem Trainer The man, the myth, the legend rumlaufen. Ob als T-Shirt, ob als Kaffeetasse oder vielleicht doch als Sticker, was ihr euch überall in der Stadt aufkleben könnt. Ihr habt eine riesige Auswahl. Link ist in der Videobeschreibung. thesaintv.redbubble.com. Schaut euch auf jeden Fall das Video an, was ich dazu auf meinem Kanal gemacht habe, was am 4.10. hochgeladen worden ist. Dort gibt es nämlich noch ein paar Rabattaktionen für euch abzuholen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Also ich hoffe, ich konnte euch damit überzeugen. Wer das Ganze für seine Kommode verpflichten möchte, der kann natürlich das auch gerne präsentieren auf meinem Discord-Server zum Beispiel oder auf Twitter kannst du mich markieren und dann kannst du mir auch mal zeigen, dass du das halt eben dir besorgt hast. Und Dankeschön für deinen Support. Und jetzt brauche ich euren Support im Spiel hier gegen Dynamo Dresden. Momentan die Mannschaft, die auf Platz Nummer 1 sitzt. Da sehen wir schon den Kutschke bei denen vorne im Sturm. Und vor dem habe ich ganz große Panik. Denn ich glaube, das war auch in der letzten Episode, da habe ich direkt am Anfang euch gezeigt gehabt, derjenige hat in einem Spiel 4 Tore direkt zum Debüt, direkt zum Start 4 Tore erzielt für seine Mannschaft. Und das ist halt wirklich nicht von dieser Welt. Mal ganz ehrlich, aber ich glaube, vorne Manuel Schäffler müsste da glaube ich heißen, ist auch nicht von schlechten Eltern. Also Dynamo Dresden, da müssen wir aufpassen. Die Mannschaft rund um Markus Anfang. Ich möchte jetzt gar nicht aufs... Ja, falls die Dynamo Dresden-Fans oder sowas zuschauen und so, ich möchte hier gar nicht irgendwie darauf eingehen, dass ich das recht lustig finde, dass gerade Markus Anfang zu Dynamo Dresden gewechselt ist. Aber ich glaube, ganz Fußball-Deutschland weiß über diese lustige Sequenz Bescheid. So, egal, komm. Wir müssen jetzt erstmal die Mannschaft hier zusammenbauen. Und ich glaube, es wird Zeit, dass der Krasniqi hier mal kurz die Fläche weicht. Denn wenn er auf dem Platz war, habe ich ihn oftmals nicht wirklich wahrgenommen. Also er war eher so eine Scheinfigur. Ich glaube, ich setze mal Schäfer von Anfang an ein. Ich weiß nicht, irgendwas in mir möchte ihn weiter ausbilden. Was ich gesehen habe, was ich ein bisschen weird finde bei ihm ist, er hat die Positionen 8er, 6er und Innenverteidiger. Und sein Defensivwert ist bei 48. Ich weiß nicht genau, wieso das bei dem so funktioniert, aber... Ja, ist jetzt egal. Ich werde ihn mal von Anfang an einsetzen, weil, wie gesagt, Krasniqi irgendwie auf dem Platz nicht so mega präsent war. Und dann packe ich dann mal den Kai Sis. Wobei, Kai Sis war immer eigentlich ganz gut so als Joker, ne? Dann packe ich lieber Krasniqi raus. Der kriegt mal eine ganze Pause. Komm, der hat auch mal eine ganze Pause verdient. Zitarski kommt dafür rein. Den können wir vielleicht auch mal ein bisschen öfter einsetzen. Ansonsten möchte ich Plautz mal wieder die Chance geben von Anfang an, weil Kniestock minimalst angeschlagen ist und Plautz vielleicht jetzt mal endlich wieder zeigen kann, was er dick drauf hat. Und ich möchte gerne mal unseren Engel, hier, wo haben wir unseren Engel? Unseren Dennis Engel mal einsetzen gegen Dior und mal gucken, was da passiert. Aber ich nehme ihn trotzdem, denke ich mal, mit auf die Bank für den Fall der Fälle. Und ich glaube, Appiah, die Sache ist ja, die mussten jetzt, also Appiah musste jetzt weichen wegen Jovanovic. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich Appiah auf die Bank setzen soll oder halt eben einen Deichmann, der eben stärker ist und 25 Jahre jung. Also aus dem kann in der Tat noch was werden. Oh, ich darf Aditula nicht vergessen. Alter, was hat der für ein bockstarkes Spiel in der letzten Episode? Den muss ich selbstverständlich mitnehmen, den Aditula. Ja, komm. Mit dieser Mannschaft versuchen wir das jetzt einfach mal gegen Dynamo Dresden. Was soll schon schief gehen? Stefan Kutschke, 5 Tore sogar schon insgesamt jetzt in den letzten 3 Spielen erzielt. Der, ich glaube sogar Top-Torjäger der zweiten Liga, wollte ich schon fast sagen. Das wäre der Traum, wenn wir schon in der zweiten Liga wären. Der Top-Torjäger hier in der dritten Liga. Da sind wir wieder im Marschwegstadion. Das erste Spiel gegen Halle war es ja ein 0:0. War das, nee, oder war das in Halle? Nee, welches Spiel haben wir nochmal im Marschwegstadion? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe Demenz, ich habe Alzheimer. Das kommt halt eben so im Alter. Wir machen den Anstoß, Freunde, und mal gucken, was diese Partie für uns bedeutet. Wir wissen ja, wir sind mit einem Sieg hier im Rücken zumindest angereist nach Oldenburg. Wir sind Oldenburger Mannschaft. Wir sind hier im Marschwegstadion mit einem Sieg im Rücken. Und mal gucken, ob wir das auch weiter ausbauen können für die Liga. Geht schon mal gut los, würde ich sagen. Wegner auf dem Weg zum Tor mit dem 1:0 nach 5 Minuten. Was ist denn mit dem auf einmal los? Der rastet ja komplett aus. Am Anfang Startschwierigkeiten gehabt, weil sie der Düsentrieb noch nicht angezündet. Und jetzt auf einmal, aber auch Starke gesehen von Starke, sieht ein Wegner durchrennen. Und dann hier, guck mal, die
Auch, wobei die Technik ist jetzt nicht wirklich so geisteskrank, weil der Torwart sieht da auch ganz schön schlecht aus. Aber ist egal, guck mal, wie das, was es für uns bedeutet. Seht ihr das? Wir rasten aus. Wir führen hier gerade gegen den Liga-Anführer. Und Max Wegner hat mal wieder das Törchen gefunden. 2 Tore für ihn hier in den 4 Partien. Der Capitano, der zeigt der Mannschaft, wie es funktioniert. Und es geht direkt weiter, oder was? Möschel gegen Meier. Möschel ist schneller als Meier. Was wollen wir machen? Ich will eigentlich nicht mehr flanken, habe ich mir doch geschworen. Komm da, siehst du ihn? Schön, Engel. Hochgesteckt auf Schäfer. Schäfer mit einem Powershot. Und dann wurde das Ganze abgewehrt. Das ist das, was ich auch meinte in der letzten Episode. Man muss sich halt ein bisschen Zeit einplanen. Und ein bisschen, nicht nur Zeit, sondern auch Raum einplanen, damit man eben so einen Schuss zünden kann. Weil der Spieler, der braucht halt... Oh Gott, was ein Fehlpass. Plautz? Gut gemacht. Der Spieler braucht halt ein bisschen Zeit, bis er so einen Powershot aufladen kann. Aber ich dachte mir, das könnte jetzt vielleicht eine Chance sein, wo ich den mal zünde für uns. Und das sah ja gar nicht mal so schlecht aus hier von Schäfer. Komm, jetzt geht's wieder auf. Abwärts. Au! Schäfer Ballannahme wieder wie ein Einkaufswagen. Das sah überhaupt nicht gut aus. Borkowski kriegt viel Raum und da oben ist Gotcha und dann ist Mielitz wieder mal der Held der Tage. Junge, 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 war das knapp. Och, Starke, du hast aber auch eine Ballannahme. Hast du die bei Schäfer abgeschaut oder was? Gogia gegen Plautz. Das muss jetzt besser aussehen von Plautz. Setz ihn ein. Nein, Scheffler. Und ich sehe doch unseren Erzfeind. Na, noch nicht Erzfeind. Scheffler, weil Fehlpass hier von uns. Scheffler weiter am Ball auf Gutschke. Der macht hier nicht sein 6. Tor, Freundchen. Du nicht. Genau dich habe ich angesprochen, Freundchen. Ich will nicht, dass Stefan hier bei uns hier ein Tor erzielt. Der hat zu viele schon geschossen. Kade will es wahrscheinlich kurz machen hier, den Eckball. Nee, gar nicht wahr. Auf Kutschke will er eigentlich am besten zielen. Und Aditula, der freut sich darüber, dass er hier das Geschenk bekommen hat. Weihnachten wurde vorverlegt. Und jetzt geht's auf. Aditula, komm, guckt euch sein Tempo an. Der macht ein Solo. Und was für ein Solo. Gegen Meier setzt er sich hoffentlich auch durch. Aditula, mal eine Schussfinte. Oh, das hat ein bisschen gerochen, aber ist egal. Oben gespielt auf Engel. Der sieht einen Möschel. Ist der überhaupt Linksfuß? Ich weiß nicht. Komm, wir machen mal Flankenwechsel, Flügelwechsel, meine ich. Auf Plautz. Komm, wir müssen flanken. Ach Gott, ich flank nie wieder. Warum lerne ich nicht da draus? Es funktioniert irgendwie nicht. Oh, Aditula. Es hört nicht auf. Die Kartoffel ist heiß, Freunde. Siehst du ihn? Nein. Ja, er sieht den. Oh, Fehlpass. Wir sind immer noch nicht vorbei. Wegner mit dem Low-Driven-Shot. Aber jetzt hat es ein Ende genommen. Alter, was für ein widerlicher Fehlpass hier vom Gegner. Oh, Wegner, was für ein widerlicher Pass auch wieder von uns. Schick ihn. Starke ist durch. Starke. Der ist Linksfuß, das weiß ich. Spitzer Winkel? Ja. Ich konnte es jetzt nicht anders irgendwie starten, muss ich gestehen. Ja, dann unterhalten wir uns mal wieder hier mit unseren Spielern. Was hält er davon? Ja, der guckt nur ganz missinnig, guckt er hier in die Luft, aber sagt so, ja, okay, hast recht, in Offensive funktioniert es nicht. Wechsel mich lieber ein, Trainer. So, es gibt jetzt wieder einen Eckball für uns. Die legendäre Eckball-Variante aus FIFA 22 ist ja hier nicht mehr möglich, aber vielleicht gibt es hier eine andere sehr starke Eckball-Variante, die ich noch nicht kenne. Das ist auf jeden Fall zu weit nach rechts, aber Starke per Kopf. Oh, der kam gefährlich, den hat er geschossen mit dem Köpfchen. Hui, 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 okay. Vielleicht ist das ja so ein bisschen die Strat. Hier so hinzielen, jetzt wieder mit gut Wucht reinbringen, Buchtmann. Ah, zu weit, Wegner diesmal, kann das besser? Nee, er kommt nicht mal ran. Aber jetzt, nein, die Pässe kommen auch nicht an, ne? Ich habe so das Gefühl, um das FIFA-Gameplay mal ein bisschen besser bewerten zu können, ich habe so irgendwie das Gefühl, dass Passwerte in diesem Spiel noch viel, viel wichtiger sind als in den ganzen anderen FIFA-Spielen. Also, guck, seht ihr das? Ich glaube, das liegt daran, dass Möschels Passwert halt nicht so phänomenal ist. Also, ist es wichtig, jetzt viel wichtiger als sonst, einen Spielmacher, oh Gott, auf dem Spielfeld zu haben. Wir bleiben nicht am Ball übrigens. Plautz gegen Gogia. Das Kämpfchen kennen wir ja schon. Oh Gott, Borkowski. Mielitz hält den nicht. Jetzt. 1 Minute Nachspielzeit. Ich glaube, wenn Mielitz den jetzt weit schießt, dann sollte er abpfeifen und wir können mal endlich in die Pause rein. Jo. Durchatmen. Und auch mal einen Wechsel durchsetzen. Da wir 5 Wechsel haben, kann man jetzt auch mal sich erlauben, mehr in der Halbzeitpause zu wechseln. Und zwar Schäfer. Ich glaube, das war keine gute Idee, ihn von Anfang an spielen zu lassen. Dann eher doch als Joker. Ich packe mal einen Zitarski rein und den vielleicht ein bisschen defensiver sogar stellen. Kann ich ihn noch als Sechser einrichten hier? Hallo? Muss ich den in die Innenverteidigung stellen? Es geht gar nicht. Ich kann ihn nicht zum Sechser machen. Das ist ja total scheiße. Aber zumindest ein bisschen zurückgezogen, würde ich sagen. Dass wir ein bisschen mehr defensivere Stabilität bekommen. Also ein 1-0 gegen Dynamo Dresden nimmst du eigentlich auch sehr gern mit Kusshand. Und damit gehen wir auf in die 2. Halbzeit hier im Marschwegstadion. Und hoffentlich können wir das Ganze hier so halten. Aber ich weiß, Dynamo Dresden ist explosiv. Nicht nur die Fans, auch die Spieler können das gut aufs Feld übertragen. Vor allem mit dieser Sturmmacht, die sie da haben. Wir haben es am Anfang ja gesehen, die spielen irgendwie gefühlt mit 3 Stürmern. Oh, Borkowski. Oh, oh. Das geht direkt gut los hier. Oh, stark gemacht von Dennis Engel. Gut dazwischen gegangen. Ja, aber wir haben ja schon gesehen gehabt, eine Aufstellung, die spielen wir mit 3 Stürmern. Und das zeigt ja schon die Explosivität, die sie an den Tag legen. Oh, Steurer, ich dachte schon, du verkackst jetzt hier den Ball und die rennen so durch, weil in der Innenverteidigung jemand fehlt. Aber jetzt läuft Aditula durch. Aditula, kleines Dribbling, das absolut, also das hättest du dir auch sparen können.
Nee, oben ist alles frei. Scheffler, Manuel Scheffler. Mielitz. Verdammte Axt, wieso warst du nicht so gut, als du bei Bremen warst? Alter, was eine Parade hier. Das hätte richtig hart ins Auge gehen können oder im schlimmsten Fall halt ins Tor. Aber boah, was machen wir denn jetzt am besten? Wer gefällt mir hier nicht in der Verteidigung? Alle gefallen mir. Also die machen ihren Job echt gut. Steurer würde ich vielleicht mal auswechseln. Doch, Steurer, jetzt wo ich ihn gerade nochmal sehe. Jetzt habe ich ihn hinten nochmal ins Auge genommen. Der hat mir nicht so ganz gut gefallen. Jovanovic mal wieder gut, so wie immer. Und Möschel würde ich, glaube ich, auswechseln wollen. Ja, weil Möschel ist auch irgendwie so ein bisschen am Verzweifeln da auf der rechten Seite. Und ich forciere vielleicht nochmal die nächsten Wechsel. Doch, klar. Warum denn nicht? Wegner vor allen Dingen. Aufgrund seines Alters wahrscheinlich, denke ich mal, abhängig, ist er ja gerade nicht mehr so wirklich der Fitteste. Wobei Starke sieht auch nicht allzu gut mehr aus. Da kann ich mal Kai Sis, glaube ich, reinsetzen. Und dann müssten wir auch schon alle Wechsel ausgeschöpft haben. Ein Hasenhüttl, der ja bei uns noch nicht so wirklich präsent war. Der ist noch nicht so explodiert bei uns. Leihspieler darf man ja nicht vergessen. Den habe ich ja ein bisschen ins Visier genommen, weil ich mir halt dachte, okay, wir brauchen sowieso vielleicht irgendwann mal jüngere Stürmer. Wir sitzen ja auf Wegner und Starke, auf zwei Stürmern, die schon in die 30er Jahre halt eben gehen. Oh, warte mal, wir passen jetzt mal erstmal auf, dass die Nummer 30 hier keinen Kram macht. Aber nee, so wird das natürlich nichts hier, wenn solche Angriffe von Dynamo gestartet werden. Weil Hasenhüttl, ich glaube, wie alt war der? 25, 26 oder sowas. Dass wir da vielleicht jemanden haben, den wir verpflichten könnten dann, sobald es soweit ist. Aber ja, wenn er bei uns noch nicht einschlägt, warum sollte ich den halt verpflichten wollen? Oh, was machst du denn? Du kannst doch nicht so zu Mielitz spielen. Das ist ein bisschen hardcore gefährlich, oder? Oh, schön rausgespielt, aber. Buchtmann, kleines Dribbling. Setz mal auf den Dennis Engel drauf. Und jetzt geht's ab, Freunde, jetzt geht's ab. Jetzt schön in den Rückraum, Wegner auf Starke. Der will mal aus der Ferne mal schießen. Warum denn nicht? Weißt du, man muss sich auch mal was trauen. Mit breiter Brust hier in die Offensive gehen. Uiuiuiui, Dennis Engel komplett ausgespielt von Conte. Aber Dennis Engel ist ein Kämpfer. Der ist eine richtige Kämpfernatur. Na klar, der lässt sich davon nicht ausdribbeln. Der rennt da jetzt so hin. Und dass wir jetzt nochmal hier die Wechsel durchführen, kurz vor Ende, kommt ein bisschen spät. Aber wahrscheinlich nicht unverhofft, hoffe ich jetzt einfach mal. KD mit dem Eckball. Und da müsste einer von uns am besten hin. Und Mielitz ist wieder mal der Retter in Not. Fuck, was ist mit diesem Mielitz los, Alter? Oh, der ist ja on fire, das ist nicht zu fassen. Oh, der Keeper von denen ist sogar vorne. Gib mir den Ball, gib mir den Ball, das gibt das 2:0. Bitte, 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 bitte. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Los, los. Ja, der Keeper ist draußen. Rennt irgendjemand. Hasenhüttl. Warte, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Nein, viel zu hart. Was war das denn? Den hätte ja meine Oma noch stärker geschossen, du Vogel. Oh, nee. Ich dachte, ich hätte voll durchgezogen für den Lupfer. Ich wollte den Keeper... Ach Gott. Wir vergessen, dass das passiert ist. Ich schneid's einfach raus. Jemand hat in die Kommentare geschrieben, Marcel, Kiarodia, das wäre doch mal ein Spieler von Werder Bremen, den man sich theoretisch mal ausleihen könnte, vielleicht sogar zur Wintertransferperiode. Und ich dachte mir, weißt du was, ist doch eigentlich eine ganz coole Idee. Ja klar, wir haben uns gerade erst einen Innenverteidiger geholt, der wahrscheinlich ein Superstar-Spieler wird, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieserjenige, wenn er weiterhin so gute Performance hier abliefert, dass der zum Beispiel in der Wintertransferperiode schon Angebote bekommt und wenn, dann zumindest spätestens in der nächsten Saison und uns damit wahrscheinlich sogar verlassen wird, weil wenn er ein realistisches, hohes Angebot kommt, Oldenburg braucht das Geld, dann werden wir ihn auch gehen lassen. Aber Kiarodia wäre ja wirklich mal jemand, den man sich in Erwägung ziehen könnte. Guck mal, der hat zwar nur eine 60 Stärke in Anführungszeichen nur, den könnten wir sogar verpflichten theoretisch, ist aber 17 Jahre jung und zu Recht ein wirklich großes Talent bei Werder Bremen. Und ich glaube, der würde perfekt zu Oldenburg passen. Nicht nur wegen der Tatsache, weil er in Oldenburg, soweit ich das noch weiß, sogar geboren wurde. Ich glaube, das müsste so gewesen sein, sondern auch einfach allgemein, weil, naja, es ist halt ein Spieler, der auch realistisch irgendwie umsetzbar wäre. Und wir sehen es hier auch schon, zeigt großes Potenzial. Ich packe ihn mal auf die Wunschliste und wir gucken mal, dass wir da in Zukunft vielleicht sogar was machen können mit ihm. Wir haben wirklich eine gute Form momentan. Wir befinden uns auf Platz Nummer 7 nach 4 Spieltagen. Eigentlich hätte man sich das nicht wirklich denken können, hätte ich zumindest gesagt, dass wir hier mit VfB Oldenburg so einen guten Start hinlegen. 2 Siege, 1 Unentschieden, nur eine einzige Niederlage, das kann gern so weitergehen. Aber jetzt müssen wir ran gegen den FC Ingolstadt. Und Ingolstadt, das dürfen wir nicht vergessen, die sind eine der stärkeren Mannschaften in der dritten Liga. Das sage ich zu gefühlt jeder zweiten Mannschaft, die hier sagen, aber ich setze mich ja auch immer in den Vergleich. Und ich habe das Gefühl, mit Oldenburg bin ich halt eben eher im Nachteil als viele andere Vereine, die sich hier befinden. Aber ich lasse mich davon nicht entmutigen, denn trotzdem, ich weiß ja, was unsere Mannschaft kann. Und das haben wir vorhin auch nochmal gesehen gehabt. Das wird auch hier eine ganz gute Partie, denke ich mal. So, jetzt noch ein bisschen hier die Mannschaft wieder umformen. Also Wegner muss auf jeden Fall von Anfang an spielen. Vor allem durch diese Leistungen hier gerade, ne, wieder ein Tor erzielt und so weiter. Ich werde jetzt einen Möschel mal auswechseln.
weil er mir nicht so gut gefallen hat. Ein beispielsweise Ade Tula war jetzt ja nicht so krass in dem letzten Spiel, also jetzt gerade eben, deswegen Badir kriegt mal wieder seine Chance, würde ich sagen. Ein Deichmann hat gesagt gehabt, hey Trainer, es wäre cool, wenn du mich mal wieder einsetzen könntest, deswegen würde ich sagen gegen Steurer, weil Steurer ja auch nicht so wirklich krass war gerade, so habe ich den zumindest in Erinnerung vorhin gehabt. Ich werde einen Ifea Digo mal einsetzen gegen Hasenhüttl, weil Hasenhüttl nicht wirklich explosiv ist, wie gesagt, und wenn er explosiv ist, habe ich alles richtig gemacht. Ansonsten Krasniqi wieder die Chance geben von Anfang an, klingt eigentlich ganz gut. Ein Duo wieder einsetzen und Knüstock ist, glaube ich, auch ganz okay. Ja, ich glaube, mit dieser Mannschaft, das können wir machen. Ja, und Ingolstadt legt ganz schön gut los, wenn wir uns das hier mal anschauen. Kostli könnte uns sehr kostspielig werden. Alter, Schuss aus diesem Winkel muss man sich auch erstmal trauen. Aber der sah gar nicht mal so schlecht aus. Aber selbstverständlich, wenn du so einen Torwart wie Militz, zumindest in der Form, die er momentan für uns hier halt widerspiegelt hast, dann wird das nichts. Und jetzt hier Angriff von uns. Ja, Knüstock. Du hast zwar Tempo bewiesen, aber der Pass war halt eben jetzt nicht erste Sahne, ehrlich gesagt. Übrigens, eine kurze Service-Mitteilung für alle, die meine Werder Bremen-Karriere in FIFA 22 gesehen haben. Ich habe euch ja gesagt gehabt, das ist vielleicht nicht die letzte Episode, die wir da ausgestrahlt haben. Die vermeintlich letzte Episode, sondern ich sagte, dass ich ja so eine Special-Episode irgendwie vorbereite. Meine Idee war es halt eben, ja, die vierte Saison noch zu spielen und dann so ein Special-Video zu machen, wo ich dann sage, wo ist die Mannschaft jetzt, so nach dem Motto, ne, wo ich euch so ein bisschen zeige, wie haben wir uns geschlagen, so in den anderen Wettbewerben und so weiter, wo sind wir gelandet in der Liga, zum Beispiel mit Wegner, oh, schade, auch nicht hinterhersetzen, hat funktioniert. Aber ich glaube, das Video wird so nichts mehr. Weil, also ich habe ein bisschen gespielt, ich habe ungefähr die Hälfte der Saison sogar weitergespielt. Nur die Sache ist, jetzt wo FIFA 23 draußen ist, ich habe überhaupt gar keine Motivation, FIFA 22 überhaupt noch weiterzuspielen. Ich könnte alles durchsimulieren, theoretisch. Aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, interessiert euch das überhaupt? Ne? Habt ihr überhaupt Interesse daran zu sehen, was da jetzt noch alles passiert ist? Ich meine, wir spielen jetzt FIFA 23 mit Oldenburg. Und zwar mit einem 1-0 hier von Ach du Scheiße, Junge, was machst du denn? Oh mein Gott, was eine widerliche Grätsche. Unfassbar schreckliches Foul gewesen. Das gibt jetzt, glaube ich, auch zu Recht die gelbe Karte. Ja, selbstverständlich, Knüstock. Da hast du vielleicht ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen sehr übermütig agiert. Freistoß? Der hat ihn doch ins Aus gekegelt. Da war doch gar kein Vorteil mehr. Oh Gott, oh nein. Testrot, wie man ihn ausspricht. Der hat einen weiten Anlauf. Suleimani. Und da kommt der Testrot zum Schuss und Militz muss ran. Es ist das 1-0 für Ingolstadt. So ein stark getretenen Freistoß, den hältst du halt nicht alle Tage. Boah, starkes Ding. Auch wenn ein bisschen Pech an der Seite da war bei Militz. Wir haben es ja gesehen, aber ich glaube, das können wir jetzt nochmal in der Wiederholung uns anschauen. Es gibt sowieso Hypermotion hier. Ja, Militz mit sehr viel Pech an der Stelle. Guck mal hier. Erstmal 23 Meter, schön geschossen, keine Frage. 91,4 km/h und hier. Gegen den Alter, der hat sogar die Gehirnerschütterung vollzogen, Alter. Der muss gleich ausgewechselt werden, der Spieler. Guck mal hier, was Militz macht. Jetzt hier gegen den Pfosten. Donk. Oh Gott, Militz, du tust mir ein bisschen leid. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich mag es ja sehr, über die Flügel zu gehen, ne? Aber ich glaube, in diesem Spiel ist das bisher nicht wirklich krass gewesen. Zumindest jedes Mal, wenn wir das versucht haben. Oh, Buchtmann mit dem Außenriss. Was denn mit dem falsch? Alter. Ey, aus der Entfernung mit dem Außenriss abzuziehen. Guck mal hier. Was eine Technik. Ich meine, ja klar, der flog natürlich, also das hätte auch, der hätte auch einen Helikopter filmen können. Der war wahrscheinlich in derselben Höhe wie der Ball jetzt gerade, keine Frage. Oh, Fehlpass? Nee, komm, einer von euch, nimm doch den Großen. Warum musste, oh Gott, warum geht Buchtmann zum Kopfball? Nee, aber, dass er sich traut, da mit dem Außenriss abzuschließen, das ist natürlich auch schon mal eine Ansage. Oh nee, was ist hier los? Pech, knall den weg. Deichmann, Zweikampf, nix da. Hey, wir sind alle frei. Oh nö. Was war das denn bitte für eine komische Abfolge? Warum nimmt er den Ball, als würde er hier gerade so ein, weiß nicht, 4-0 zu einem 4-4 machen? Alter, was war das denn bitte für ein Käse? Hier ist erstmal Bech da, ne? Kriegt erstmal, ja, die Flanke raus. Nee, gar nicht wahr, das war so ein Pass hier irgendwie. Wie sah Militz da auch aus? Ganz komische Parade auf einmal. Also, falls man das überhaupt Parade nennen möchte. Wobei, okay, kann man ihm nicht übel nehmen, ne? Der wurde halt direkt angeschossen und so. Da kannst du halt auch die besten menschlichen Reaktionen haben. Ach, verdammt, ey. 2-0 liegen wir jetzt hinten. Ist der mit Ingolstadt los? Bech ist schon wieder da. Knüstock. Nee, schon wieder nicht. Bitte wehr ihn doch ab. Was war das denn für ein Müll? Was war das für eine Gülle? 3-0 liegen wir jetzt hinten, Mann. Und wie? Und wie? Oh Gott, ey. In kürzester Zeit 3 Tore reinkassiert. Ist das widerlich. Ja, küss den Rasen. Da war ich gerade mit meinen schwitzigen, stinkenden Füßen drüber geflogen. Ach Gott. Guck mal hier. Was macht die Verteidigung da? Hier, hier, hier. Erstmal da, hier und oh, alles minus, alles schlecht. Geht gar nicht. Hier, da spielt der den, das ist eine Vorlage gewesen von Deichmann ist das. Kein Wunder, dass wir dich ausgewechselt haben. Du hast dem Gegner gerade literally die Vorlage geliefert.
Fuck, Junge. Die sind schon wieder auf dem Zug zum Tor. Hier, guck mal, Linzmeier, der hat schon ein Tor erzielt. Nee, komm, Militz, danke. Dich gibt's noch. Pause. Wir brauchen jetzt diese Pause. Es muss hier Änderungen geben. Wechsel, also, ja, pass auf. Ich hab schon irgendeine Idee. Pass auf, jetzt geht's los. Also, wir gehen rein. Teammanagement. Deichmann, du gehst sowas von jetzt auf die Bank. Das gönne ich mir nicht weiter, dich da hier auf dem Platz so rumtrotten zu sehen. Knielstock wird ausgewechselt. Ich mag das auch gar nicht. Der ist irgendwie gerade der Mann, also er hat schon eine gelbe Karte. Und der ist gerade der, ich sag mal, Vorstopp, so der letzte Mann irgendwie gefühlt, der im 16er theoretisch da irgendwie die Flügel noch ab mit, ich glaube Bech, so hieß der, irgendwie noch abdecken könnte. Und ich habe da ein bisschen die Panik, dass sein Fuß irgendwie zu spät reinsetzt, wir dann noch eine rote Karte kriegen oder so. Deswegen fliegt er jetzt auch mal vom Platz. Und ganz ehrlich, auf Badirs Seite geht auch so wenig. Da gefällt mir Adetula viel mehr. Der ist viel griffiger, also auch viel, viel, ja, wie soll ich sagen, anspielbarer. Der sucht sich die freien Räume, während Badir irgendwie versucht, weiß nicht, seinen Körper einzusetzen, um durch den Gegner durchzufliegen oder so. Ja, das sind drei Wechsel in der Pause. Das machst du nicht alle Tage, aber wenn du halt eben 3-0 hinten liegst gegen Ingolstadt nach so einer Performance, dann geht's, glaube ich, nicht anders. Brandt hat genug davon. Gerade angestoßen, Brandt schon auf dem Weg zum gegnerischen Tor, bringt die Flanke rein und das ist wieder eine typische Flanke, die nicht funktioniert. Starke schön gesehen auf Krasniqi. Ah, scheiße. Ich dachte, ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Raum habe ich da, aber habe ich dann tatsächlich nicht. Plautz, da müsste eigentlich die nächste Flanke kommen. Wir machen es einfach mal über Adetula. Da ist Wegner, aber ich glaube, komplett im Abseits. Wobei, ja, der hat immer noch nicht abgepfiffen. Das war kein Abseits. Nee, komm. So eine geile Chance und so knapp am Tor vorbei. Guck mal, wo Ingolstadt gleich schon wieder ist. Oh, stark, Endure. Schön, dass wir dich haben. Oh, das muss schnell gehen, das muss schnell gehen. Komm schon, die sind auf, die sind wach. Komm, komm, schick Adetula. Let's go, Adetula. Mach es. Nein, du hast den Ball wieder bis ins Ausland nach vorne geschoben. Das darf nicht dein Ernst sein. Das muss das 3:1 sein. Ich kann es nicht anders sagen. Und Bech ist da schon wieder. Jovanovic. Zieh dem das Trikot vom Leib, wenn es sein muss. Ist mir egal, Hauptsache wir kriegen keinen aus. Oh Gott, nein. Sapai, Hans Sapai spielt doch gar keinen Fußball mehr. Der trainiert doch irgendwelche Kreisklassenmannschaften oder sowas als TV-Sendung. Bitte. Oh mein Gott, was ein Pass. Starke, hab ein bisschen Tempo. Bitte. Starke, nein. Wie oft wir jetzt schon durchgerannt sind und es hat einfach nicht gereicht. Ach, wisst ihr was? So, Wegner wird jetzt mal ausgewechselt. Ich brauche ein bisschen mehr Tempo und ein bisschen mehr Kraft da vorne. Ifia, Digo, du kriegst jetzt auch mal deine Chance. Zeig mir, was du drauf hast. Oh mein fucking Gott. Militz, bitte. Boah, ey. Es ist... Ach, hier stimmt schon wieder alles nicht. Es ist schon wieder Kraut und Rüben gefühlt. Können wir vielleicht jetzt mal was starten hier? Unten, da sehen wir doch einen Dior. Der hat doch Tempo, der hat noch Bock. Der will durch. Muslio ist nicht da. Da haben wir doch einen Ifea Digo. Och. So eine schön stark geschlagene Flanke, aber Funk, der wusste ganz genau Bescheid, was wir hier vorhaben, leider. So wie es bisher in dem Spiel halt auch irgendwie der Fall war, ne? Wir haben irgendwie unsere... Oh, Alter, was ein Fehlpass. Nee, und der... Ach, krass, Niki. Ey, wir haben unsere Ideen und wir machen ja eigentlich das ganz cool, ne? Aber unsere Pläne werden immer durchkreuzt, weil Ingolstadt immer zur Stelle ist und direkt weiß, was da los ist. Linzmeier, der kriegt so viel Platz und hier ist Ditgen gerade eingewechselt. Ach, du meine Güte. Was willst du da noch zu sagen? Da kannst du noch mit dem Kopf schütteln. Mehr kann, was willst du sonst noch machen? Du kannst nur im Kopf schütteln und kannst nur noch sagen, abhaken, abstreichen, nächster Spieltag. Komm, Krasniqi, der macht einen Seitfallzieher bei einem 4:0. Ifea Digo, ach, der hat den Ball gar nicht mehr. Was ist denn bei dem verkehrt gelaufen? Ach komm, pfeif bitte einfach die Partie ab, ich will es mir nicht mehr anschauen. Das möchte ich, ja, einfach abschreiben. Ist egal. Kann man auch mal verlieren gegen Ingolstadt, so ein 4:0. Wir haben nicht die beste Leistung abgerufen und einfach an das nächste Spiel denken, ist, glaube ich, jetzt die Devise. Und jeden Monat grüßt das Murmeltier. Es geht wieder los mit den Scouting-Updates und mit unserer Jugendmannschaft und so weiter. Mal gucken, wie sich erstmal die bestehenden Jugendspieler entwickelt haben. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt, obwohl der Ali halt immer weiter runter sinkt. Also, ob der irgendwann immer noch für uns groß in Frage kommt, wird sich dann, denke ich mal... Ja, wird sich unter Beweis stellen müssen, denke ich mal, der Spieler. Dann haben wir hier unseren Stain de Jong, der immer noch ganz okay ist, aber mit einer 51 Gesamtstärke wird er jetzt nicht Teil des Teams direkt. Also der muss auch erstmal noch ein bisschen weiter wachsen und gedeihen. Ist aber nicht von großer Problematik, denn wir haben ja hier nochmal zwei Scouting-Updates, die uns gegebenenfalls die Superstars an den Mann holen. Wir sehen zum Beispiel Edwin Willems. Und zwar hat er hier gar nicht mal so verkehrten Spieler. Hat er sogar einen Torwart. 2 Meter groß fast, das ist ganz schön geil, muss ich gestehen. 220.000 ist er jetzt schon wert und vielleicht wird der besser als unser Ali, aber das glaube ich eher weniger, ne? Ich glaube, der war nur bis 80. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ups, mein Fehler. Nächster. Das haben wir. Oh, Fritz Fuchs.
Ja, die nehme ich einfach mal mit und guck mal, was aus dem passiert. Kilian Horn dann wahrscheinlich eher weniger und Frank Meier dann, denke ich mal, auch eher weniger. Aber hier der Fritz oder wie der da heißt, Fischers Fritz, da gucken wir mal rein, oder? Jugendstab? Nee, gar nicht wahr. Jugendstab war die falsche Herangehensweise. Das müsste. Wo waren das jetzt nochmal? Oh Gott, Büro? Oh oh. Ja, ich muss mit dem Spiel nochmal mich ein bisschen mehr auseinandersetzen. Nee, Mannschaft war das. Jugendakademie. Ja, ich hab. Nee, ich hab's gefunden. Wir kriegen das hin, Freunde. Jetzt. So. Also, unseren Willems hier erstmal. Wobei, der kann nicht schlecht werden, ehrlich gesagt. Also, wenn er sich zum Beispiel einpendelt auf so Ende 70 Potenzial, ich werde ihn einfach mal drin behalten. Werde ihm einfach mal so einen Trainingsplan hier geben. Ich finde es ein bisschen besorgniserregend, dass er da oben Angriffsrate im Angriff mittel hat. Ich tue einfach mal so, als hätte ich es nicht gesehen. Dann haben wir hier unseren Fuchs. Und der könnte vielleicht was werden. 70 bis 94. Ich meine, das Blöde ist gerade, der ist halt jetzt gerade nur auf einer 50 Gesamtstärke. Das geht weitaus besser. Dafür, dass er ein Stürmer ist, hat er aber auch einen ganz bescheidenen Schussstat, ehrlich gesagt. Ist das wirklich ein Stürmer? Also seine Physis ist echt gottlos. Also 78, deswegen hat er wahrscheinlich überhaupt erst eine 50 Gesamtstärke als Stürmer. Oder ist das vielleicht eher so ein Schattenstürmer, so mäßig hier MS oder ZOM oder so, der aber halt aus der zweiten Reihe eher agiert. Also ich könnte ihn theoretisch zum Mittelstürmer umformen. Wobei Physis da nicht von großer Wichtigkeit ist, aber ich kann es schon sehen bei dem. Wobei der kann alles irgendwie werden, ne? Theoretisch hat der auch Werte für einen Innenverteidiger oder so. Der hat einen besseren Verteidigungswert als Schusswert. Also warum sollte er ein Stürmer sein? Sollte ich ihn vielleicht zum defensiven Mittelfeldspieler machen? Weil guck mal, das passt doch alles ziemlich gut. Physis hat der, Verteidigung hat der, passen können wir ihn noch ein bisschen erhöhen und ein bisschen Tempo ist ja auch nicht verkehrt, ne? Ja, ich glaube, den kann man wirklich zum Sechser umformieren. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, weil, guck mal, sein Schuss, der ist halt sowieso für den Arsch. Der braucht irgendeine ganz andere Position, wo er, ja, also seinen etwas besseren Verteidigungswert und Physiswert einsetzen kann. Ich mache ihn mal zum defensiven Mittelfeldspieler. Der könnte eine ganz interessante Personalie werden, glaube ich. Im Vergleich zum letzten Spiel wird es auf jeden Fall Änderungen geben müssen. Ich denke mal, allen voran in der Verteidigung. Nicht unbedingt Jovanovic, weil, wenn das meiste... Ja, das meiste, was da gekommen ist im letzten Spiel, kam eher über Knüstock und Steurer halt entgegen. Und deswegen würde ich die mal auswechseln. Und ich will, glaube ich, mal Herbst ausprobieren. Vielleicht gibt er ja nochmal diesen Pep, den wir jetzt mit Steurer und mit Abja und mit Deichmann nicht gesehen haben, vielleicht in unserer Mannschaft. Und ich glaube, es gab auch mal einen News-Artikel, wo die Presse geschrieben hat von wegen, warum wird Herbst nicht in Erwägung gezogen oder irgendwie sowas. Und deswegen, weißt du was, wir geben ihm mal die Chance. Knüstock war sehr energisch. Ich habe ihn ja eigentlich nur primär ausgewechselt aufgrund der gelben Karte. Und ansonsten wüsste ich jetzt, ach doch, Badia auf jeden Fall raus. Und da kommt unser Freund und Helfer Ade Tula rein, der schon auf eine 64 hochgereift ist. Ich werde einen Zitarski wieder auf die Bank setzen gegenüber von Schäfer, weil Schäfer muss jetzt einfach mal kurz ein bisschen Ruhe bekommen. Ifeadigo werde ich mal von Anfang an einsetzen. Warum denn eigentlich nicht? Ifeadigo mal von Anfang an einsetzen. Ja, vielleicht bringt er jetzt wirklich die Explosivität, die ich brauche. Möschel mal auswechseln. Da können wir mal einen Brand von Anfang an reinschicken in den Kampf, würde ich sagen. Und ja, komm, gegebenenfalls einen Richter mal einwechseln für den. Richter sollte auch mal eine kleine Chance bekommen. Wir müssen jetzt nämlich ran gegen Zwickau, falls ihr das nicht gesehen habt. Also die wollen uns auch ein bisschen zwicken. Wir haben uns irgendwie selbst in den Arsch gezwickt, weil wir sind momentan auf Platz Nummer 11. Ist aber ganz okay, wenn ihr mich fragt. Ja, mal schauen, wie das mit der Mannschaft wird. Ein bisschen was ausprobiert habe ich mal. Vor allen Dingen bin ich sehr gespannt auf Fabian Herbst. Komm, das kennen wir ja schon, oder? Von Ade Tula. Ade Tula? Ach, schade, diesmal nicht so extrem. Aber das kennen wir ja schon. Guck mal, 7 Minuten gespielt. Die erste Chance im Spiel von uns. Vielleicht sehr, also hätte ich auf jeden Fall passen müssen, keine Frage. Aber wenn ihr euch mal so ein Real-Life-Fußballspiel anschaut, dann versuchen Spieler auch mal halt eben solche Dinger durchzubekommen, wenn da so eine kleine Lücke halt eben drin ist. Aber es ist auch so ein bisschen dem geschuldet, im Real-Life spielst du halt nicht 4 Minuten pro Halbzeit, ne, sondern halt volle 45 Minuten. Da kommen solche Schüsse halt eher auch mal aufs Konto. Oh, was ein dummer Fehlpass hier von Zwickau. Und außerdem, unser lieber Fabian Herbst, der hat vorhin auch schon mal einen ganz guten Zweikampf geführt. Und zwar wäre Zwickau eigentlich schon mit ihrer Offensive theoretisch oder hätte durchrennen können, so wie wir das jetzt gerade machen mit Ade Tula. Uno Momento, bevor ich hier weiterspreche. Okay, das ist vielleicht ein sehr energischer Pass nach hinten wieder gewesen. Ein sehr energischer Pass in die Mitte, aber guck mal, was für einen Seitenwechsel wir damit hier eröffnen. Seht ihr das? Kleines Dribbling. Brand. Was machen wir jetzt? Ach, ich will eigentlich nicht flanken, aber ich muss es halt. Starke. Das sah diesmal besser aus. Kommen wir hier ran? Locker? Tatsächlich krass, Niki. Mit einem Low-Driven-Shot aus der Region, da kannst du nicht viel machen. Der Herbst hat vorhin echt einen guten Zweikampf abgeliefert, wo, ich glaube sogar Gomez war das an der Stelle, hätte durchsprinten können, so wie jetzt, aber Herbst hat ihn dann nochmal stoppen können. Also schon mal ein guter Einsatz gewesen. Oh nein, und der macht es auf jeden Fall besser als der Kniestock hier gerade aus dem Winkel. Oh Gott, wir haben uns
da ein bisschen sehr gegenseitig bedrängt, also hier der Fabian und Sebastian da gemeinsam. Aber es lief ja doch noch ganz gut und wir konnten das Ganze Gott sei Dank abwehren. Ifia Digo, der hat da mal einen Freiraum jetzt mal. Ifia Digo, ich weiß nicht, ob der Rechts- oder Linksfuß ist, er schießt. Wenn der Linksfuß ist, Vertragsauflösung. Wenn der Rechtsfuß ist, klatsche ich Beifall. Weil, guck mal hier, oh nee, ey, da kannst du doch nicht so schießen, Junge. Er ist Rechtsfuß. Glück gehabt. Und nur zwei Sterne schwacher Fuß. Es ist absolut verständlich, dass er den so verzaust hat. Da, komplettes Freiraum. Krass, Niki. Das muss es sein. Das 1 zu... Was machst du denn? Ey, du kannst nichts außer machen, dass die Luft stinkt. Was ist denn los mit dir? Was muss das 1 zu... Ich hab... Ehrlich. Die Schnauze... Nee, komm. Ist das so... Ach nee, ist das so explosiv? Bin ich damit Klaus Kinski, wenn ich den jetzt auswechsel? Aber es kann nicht sein. Ich bin total am Verzweifeln. Wir kriegen unsere Chancen, aber machen die Drecksdinger nicht rein. Ich stehe also wirklich so kurz davor, den auszuwechseln. Das ist... Also die Lücke zwischen drinlassen und auswechseln ist so klein wie ein Nadelöhrchen. Oh mein Gott, Alter. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der so reingezaubert wird, wenn wir vorhin so hundertprozentige nicht reinmachen. Starke aus dem Nichts mit einem Wahnsinnsschuss, dass wir den auch so frei gesehen haben. Und dass er hier auch so frei zum Schuss gekommen ist, ne? Ist aber auch so eine Sache, da kann sich aber die Verteidigung von Zwickau mal ordentlich an die Nase zwicken. Wahnsinnsding, ey. Und wie gesagt, aus dem Nichts. Schön. Es geht doch. Und wir können anscheinend keine hundertprozentigen machen, sondern wir müssen auf... Wobei, es war kein Fernschuss, ne? Es war halt immer noch im gegnerischen 16er. Aber, ach, ihr wisst schon, was ich meine. Die Entfernung war halt relativ moderat groß und du hast halt sehr viele Verteidiger eigentlich im Weg gehabt und dass der halt trotzdem reingeht. Aber merke ich mir, so muss ich... Oh, Starke, der ist ja richtig gut drauf. Solche Dinger muss ich versuchen, dann schießen wir auch Tore. Komm, Adetula, wollen wir das auch mal mit dir machen? Komm, Adetula, warum denn nicht? Aus dem Winkel ganz... Oh, den habe ich schon reinzwirbeln sehen. Ich habe bei vielen Spielern so ein Ding schon reinzwirbeln sehen. Halleluja. Guck mal hier. Da zeigen wir auch schon als Trainer von wegen so. Hast du die Curve gesehen? Hast du die Kurve gesehen? Die hat der richtig gut gezogen und gezwirbelt. Ja, sagen wir auch als Trainer zurecht. Und jetzt geht's los. Jetzt brauchen wir nochmal so ein Eckball-Thunder, würde ich mal sagen, oder? Eckball-Thunder hatten wir noch nicht gehabt. Das wird auch mal wieder Zeit. Na, so wird das aber nichts. Vorbei. Wir stehen frei. Jovanovic. Holy fucking shit. Wenn der Typ auch nochmal ein Kopfballtor machen würde für uns. Aber was auch für eine Parade. Der hat ja eine Reaktion gezeigt. Wahnsinn, das machen wir nochmal. Gleicher Kopfball nochmal. Let's go, Buchtmann. Da ist er wieder, Jovanovic. Diesmal kommt der Keeper aber rausgesprintet und somit ist die Chance vertan für uns. Alter, was ein Passspiel. Krass, Niki, das muss es jetzt sein. Jetzt mach es doch einfach. Nee, jetzt habe ich die Schnauze voll von dir. Jetzt wirst du ausgewechselt, mein Freund. Also das kannst du dir nicht oft so erlauben, Zitarski. Der ist also momentan wirklich in einem Loch, also formtief. Das ist nicht zu fassen. Nächstes Spiel wird der auch nicht von Anfang an spielen. Ich hoffe, ich denke da dran. Er wird jetzt zu Recht meiner Meinung nach ausgewechselt. Es ist jetzt für mich keine hundertprozentige gewesen, aber irgendwas schreit in ihm, dass er, weiß ich nicht, irgendwie vorne nicht die Fassung behalten kann. Dass die Schüsse ja nicht mal aufs Tor gehen, ist ja die Beleidigung da dran. Ja, genau, wer bist du denn? Alter, Mielitz! Was? Für eine Parade! Boah. Ey, nee, komm, nee. Rein, da, Fuß, die kommen mit einem Pass durch und Mielitz schon wieder! Mielitz schon wieder! Du bist gar kein König, Junge, der König ist tot! An den Mielitz ist gar nicht rangekommen. Mielitz hat mit seiner absoluten, also mit seiner Löwenpräsenz dafür gesorgt, dass er den Ball da gar nicht reinkegeln konnte, ja? Also ist Mielitz doch daran beteiligt gewesen. Komm, will Ifia Digo auch? Der macht das doch, oder? Alter, der Ballannahme schon wieder, wirklich wie eine Boeing 343. Ich check's nicht. Die Ballannahmen der Leute, ne? Dass er das auch nicht macht als Stürmer, das nervt mich jetzt auch schon wieder. Also solche Dinger, ich will, dass meine Leute, vor allem Stürmer, solche Dinger eigentlich reinmachen, blind. Kann er wenigstens passen? Na, okay. Gegenspieler war halt hinten im Weg, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was eine Passstaffette. Oh mein Gott. Na, oh, der kommt noch irgendwie ran. Das ist, also selbst wenn ich Glück habe, habe ich Pech an der Stelle. Komm, Ifia Digo, mach mal Platz für unseren Capitano. Der wird jetzt auch gleich mal direkt als Capitano eingesetzt. Kann ich gar nicht wechseln. Okay, alles klar. Nur das Spiel darf das anscheinend. Und was machen wir sonst noch? Ich will Richter mal die Chance geben. Komm, mal gucken, was der so im Petto hat. Guck mal, wie frei wir da sind. Flanke. Jetzt. Das muss es sein. Wegner. Endlich unser erstes Kopfballtor. Es ist unser erstes Kopfballtor. Ist mir scheißegal. Wegner mit einem Kopfballtor. Das sagenumwobene. Guck mal hier.
Der Ententanz. Wer kennt den noch aus meiner Werder Bremen-Karriere? Schön, dass Wegner den hier auch hergefunden hat. Geiles Ding. 2:0. Das kannst du machen. Wir dominieren das Spiel aber auch bisher. Also wir sind mit Abstand die bessere Mannschaft hier. Der steht so komplett frei, der Wegner. Und ich gönn's ihm. Momentan unser Top-Torjäger und das auch zu Recht. Wenn er gefordert ist, dann ist er in den letzten Spielen auch wirklich irgendwie zur Stelle. Geiler Kopfball, geile Vorlage, also mindestens, also hier geht es natürlich 80% gilt der Vorlage. Auch guck mal hier, Fehlpass von den Gegnern, die sind so eingeschüchtert. Oh, wenn er den noch gekriegt hätte, hier die Drehung, Alter. Ey, ich sag's euch, Team of the Season. Oh, was ist das denn bitte? Wahnsinnspass und dann, ja, das passt irgendwie ins Spiel von Zwickau. So ein Abschluss, ehrlich gesagt. Oh nee, das war auch verdient jetzt. Also nicht, dass Zwickau so ein Spiel momentan abliefert, dass sie sich verdient haben, hier ein Tor überhaupt gegen uns zu erzielen, aber das war halt, also von der Leistung, die wir uns ja jetzt gerade abgerufen haben, verdient, dass sie zumindest irgendwas hier schaffen. Komm, wir machen jetzt nochmal ein paar Wechsel, ein paar taktisch wichtige Rotationen, die wir jetzt hier machen, weil bevor es gleich doch anbrennt und wir wissen ja, wie FIFA funktioniert, bevor wir hier gleich einen Ausgleich ins Gesicht gestülpt bekommen, lieber nochmal ein paar Wechsel vollziehen und dann mit etwas mehr Ruhe die Partie weiter zu Ende spielen. Wir haben schon die 85. Minute. Hier will ich halt weiterhin nichts anbrennen lassen. Ich möchte nicht hinten jetzt rumspielen groß, weil das machen halt Menschen ohne Rückgrat und davon habe ich einiges, denke ich mal. Alter, finde ey, das hätte auch nochmal richtig ins Auge gehen können. Aber, dass wir zumindest den Ball in unseren eigenen Reihen hier behalten können, okay? So, dass wir, oh Gott, nichts anbrennen lassen. Kaum spreche ich es an. Oh nein, bitte lass mich jetzt nicht in die Lava fliegen. Ich, oh Gott, ich will das jetzt nicht. König, der Torschütze gerade. Oh nee, Baumann, die kriegen so viel Platz gerade. Zweikampf von unserem Jovanovic. Der ist so goldwichtig hinten in der Verteidigung. Ich kann es nicht oft genug betonen. Aber wir bleiben nicht am Ball. Ein Zitarski hier mit einem taktischen Foul anscheinend. Nee, er pfeift ab. Yes! Boah, fühlt sich das gut an. 2:1 gewonnen. Wir haben momentan richtig spannende Spiele. Es macht sehr, sehr viel Spaß zu spielen, aber manchmal macht das ein... Weiß ich, mein Körper kriegt schon Schutzmechanismen und so weiter rein. Sowas wie Schweißausbrüche oder Gänsehaut. Weil das echt knapp ist, die Spiele von uns. Boah, war das gut. Und das befreit mich auch so ein bisschen. Weil wir jetzt sagen können, wir sind auf Platz Nummer 9 und haben uns gut im Mittelfeld gefestigt. Also, Freunde, ich würde sagen, wenn euch diese heutige Episode hier gefallen hat, ihr kennt das übliche Prozedere. Ich hoffe, dass ihr dem Ganzen hier einen Daumen nach oben geben könnt, mich abonnieren könnt. Ach, ihr wisst schon, der ganze YouTube-Kladderadatsch und so weiter. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, tschüss, tschüss und macht's gut.